Ich bin gerade auf dieses Problem gestoßen, auf diese Gleichung mit Betragsstrichen, und ich war am Überlegen, wie könnte ich das denn hier darstellen, und war am Überlegen, dass ich mir das vielleicht einfach kopiere, um hier zwei Varianten auszuprobieren, das Ganze umzuschreiben. Wie ich aber festgestellt habe, haben die sich da schon Gedanken gemacht, und so ähnlich wie bei Klammern, wo ich durch Antippen dann eine Nachricht bekomme, probier es doch mal mit dem Doppeltab, kann ich hier tatsächlich drauf tippen und da werden beide Varianten genannt. Also das heißt, das Programm übernimmt mir diese Überlegung bereits, und jetzt kann ich natürlich, wenn ich die getrennt hier habe, dann einfach wie gewohnt auflösen und bekomme dann hier eine Lösung für das x, beziehungsweise die andere Variante, Klammer auflösen und nach x auflösen, führt dann dazu, dass eine unwahre Aussage kommt, und das heißt, es gibt hier nur eine Lösung für diese Gleichung mit Betragsstrichen.